Willkommen in den Schwarzfelstiefen Teil 2. So, diesmal sind wir als Heiler hier drin. Direkt aufpassen, der Tank pullt auch gerade. In der letzten Folge hatten wir ja den ersten Teil von Schwarzfelstiefen. Und ja, war ja nicht so erfolgreich von den Quests her, weil die Gruppe doch einen anderen Weg gegangen ist, als wir eigentlich wollten. Ja, dadurch konnten wir zwei Quests nicht machen. Die haben wir immer noch drin. Die werde ich auch dann nach der Ini rauslöschen. Und ja, wir haben ja genug Erfahrungspunkte. Machen jetzt den zweiten Teil hier. Danach werden wir in die obere Schwarzfeldspitze gehen. Nee, untere Schwarzfeldspitze heißt's. Untere Schwarzfeldspitze. Und wenn wir das dann durchhaben, geht's in der Scherbenwelt weiter. So. Und der Jäger sollte dann gleich mal aufpassen, wenn wir hier runterspringen, dass er sein Pet einpackt und nicht die halbe Inni noch mitzieht. So. Quest gab's hier jetzt keine. So, gut. Ja, vielleicht hätte es ja Quest gegeben, wenn wir an Eingang von der Ini zurückgegangen wären. Hätten. Ne, wir haben ja die anderen Quests abgegeben gehabt. Gut, dann. Ja, gibt es hier scheinbar keine Quests im zweiten Teil. Außer hier von den beiden Quests wären noch irgendwelche Folgequests gekommen. Das weiß ich nicht. Aber wie es mir scheint, wenn ich mir das Ganze so angucke, ist ein Teil von der Inni auch ausgelassen. Also entweder sind wir im Nachhinein jetzt reingekommen, weil normalerweise ist dann noch die, also hier in Schwarzfelstiefen gibt so eine Art Taverne, Kneipe. Normalerweise hätten wir da auch sein müssen. Gut, Schwarzfelstiefen komme ich normal nie hin. Weil sobald ich zu den Schwarzfelstiefen gehen kann, beim Hochleveln bin ich meistens so hoch, dass ich direkt in die Scherbenwelt gehen kann. Deswegen, da, das weiß ich jetzt nicht so genau. So, das braucht man nicht. Hier rechts geht's zum geschmolzenen Kern. Da gibt's vor den Schwarzfelstiefen gibt's auch eine Quest, dass man rein soll in den geschmolzenen Kern, soll da einen Gegenstand holen und dann hat man so gesehen ein Dauerportal zum geschmolzenen Kern und muss nicht immer durch die kompletten Schwarzfelstiefen durchlaufen. So. Wir müssen hier. Gibt es Fackelträger? Mit diesen. Also hier liegt einer. Flammenbewahrer der Schattenschmiede. Der
Eine der Hexenmeister hat die Fackel aufgehoben. Das heißt, er muss hier das Ding entzünden. Vorher geht die Tür nicht auf. Also hier ist ein ewiger Respawn. Wenn der... Wir können hier 5 Stunden verbringen. Sollte... Wir können hier 5 Stunden verbringen, ohne dass wir durch die Tür kommen, wenn die Fackeln nicht aktiviert sind. Also diese... Ja, wie soll ich es nennen? Ölpfannen, Feuerpfannen, Feuerschalen. Genau, das ist das Wort. Feuerschale. Komm, aktivier das Ding. Ah ja, gut. Gut, dann hätten wir das geklärt. Heißt, wir kommen jetzt hier weiter. Das ist der vorletzte Boss. Hier muss man aufpassen. An der Seite sind hier solche Golems, die schießen die ganze Zeit Feuer. Das kann sehr wehtun, wenn man zu nah da dran steht. Aber der Boss liegt schon. Und wir kommen jetzt direkt zum Endboss. Imperator Dakran Taurissan. Jetzt habe ich aus Versehen die Größe vom Fenster geändert. Ich spiele das Ganze im Fenstermodus. So, das Problem hier ist, man muss wirklich erstmal alles aufräumen, weil sobald man den Boss angreift, kommen die anderen normalerweise auch. Kann auch sein, dass das geändert wurde, also früher war es so. Das werden wir aber jetzt gleich sehen, da der Tank scheinbar keine Lust hat, alles leer zu räumen. So. Nee, das haben sie scheinbar geändert. So, Hohe Priesterin von Taurissan, da stand früher die Tochter von König Bronzebart und wir sind alle Level up geworden. Ist das nicht schön? Das hat sich doch mal richtig gelohnt. Hier Hände. Ach komm. Brauchen wir nicht. Wir kriegen in der Scherbenwelt genug. Gut, dann war das jetzt auch schon hier die Inni. Instanzgruppe verlassen. Dann haben wir hier noch die 2 Quests. Die brechen wir jetzt ab. Abbrechen. Haben wir irgendwas Neues mit 57 gekriegt? Nein. Gut, dann sind wir jetzt 57. Und ich werde mich dann direkt für die untere Schwarzfeldspitze anmelden. Das wird dann die letzte Klassik-Instanz sein, die wir machen. Und dann ab in die Scherbenwelt. Gut, dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.